Unser Gerücht des Tages dreht sich heute um einen jungen Italiener, nämlich Gabriele Corbo, der zum FC Bayern München wechseln könnte. Mehr dazu jetzt vom Area Manager Italien von Yatin Dietl. In unserer Gerüchteküche wird über einen Wechsel von Gabriele Corbo zu Bayern München spekuliert. Der junge Innenverteidiger ist momentan Kapitän und Leistungsträger der U19 von Spezia Calcio und ist auch in den italienischen U18-Kader nominiert worden. Er könnte schon 2011 den Scouts von Bayern aufgefallen sein, als er mit seiner Mannschaft bei einem Jugendturnier in Luzern, wo die Münchner auch teilnahmen, das Finale gewinnen konnte. Bisher hat er noch keine Minuten in der ersten Mannschaft sammeln können, das liegt aber wohl vor allem an der noch ausstehenden Vertragsverlängerung. Er hat sehr viel Potenzial nach oben und könnte in München vorerst in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln. Also, das ist die Einschätzung von Yatin Dietl. Der weitere Karriereweg von Gabriele Corbo könnte also in Süddeutschland liegen. Schauen wir mal auf ein paar Zahlen des jungen Italieners. Also, er steht bei Spezia Calcio unter Vertrag, ist aktueller U18-Nationalspieler Italiens. Wechselwahrscheinlichkeit ist auch dabei 38%. Er ist 18 Jahre alt, der Marktwert 100.000 Euro. Tja, und der Innenverteidiger hat in 16 Ligaspielen für Spezias U19 zwei Tore erzielt. Das ist das Gerücht des Tages.